Moin Werder-Fans, ja damit hatte wohl keiner gerechnet, ich auf jeden Fall nicht. Werder verliert hier heute mit 2:6 gegen Bayer Leverkusen. Nach so einem guten Saisonstart, nach überwiegend starken Leistungen, war das heute der erste richtige Einbruch. Es war eine ganz schwache Leistung von fast allen Spielern, gerade die Abwehr fiel natürlich negativ auf, bei 6 Gegentoren klar. Marco Friedl hat heute mal seine Chance bekommen von Anfang an, zum ersten Mal in dieser Saison, konnte sie überhaupt nicht nutzen, hatte einen rabenschwarzen Tag. Sebastian Langkamp war nicht viel besser. Aber ich will die Leistung jetzt auch nicht an einzelnen Spielern festmachen, das war einfach sehr viel, was da nicht zusammenpasste, im Defensivverhalten ganz besonders. Das Spannende wird jetzt eher sein, wie reagiert die Mannschaft darauf. Es ist jetzt der erste richtig herbe Rückschlag in dieser Saison. Die Niederlage in Stuttgart, die war eher unglücklich. Die konnte man auch auf die rote Karte für Miloš Veljković noch ein bisschen schieben. Heute gibt es keine Entschuldigung. Heute hat die Mannschaft einfach richtig schlecht gespielt. Und jetzt muss man sehen, wie sie damit klarkommt, wie sie darauf reagiert. Florian Kohfeldt jedenfalls hat uns eben versprochen, dass die Mannschaft daran nicht zerbricht, sondern wieder aufsteht und schon am Mittwoch gegen Flensburg im Pokal auf jeden Fall weiterkommt. Das hat er so gesagt. Daran muss er sich jetzt messen lassen. Und die Spieler müssen jetzt halt auch zeigen, dass sie schon so gefestigt sind, solch ein Spiel heute dann einfach mal wegzustecken. Die Mannschaft kann ja besser spielen. Sie hat es ja bisher auch bewiesen. Man sollte ihr jetzt so einen Auftritt, denke ich, auch einmal verzeihen. Das haben die Fans auch größtenteils getan. Die haben die Mannschaft mit Applaus verabschiedet, trotz dieser sehr hohen Niederlage. Und jetzt gilt es eben, im nächsten Spiel alles besser zu machen. Und wir sind dann natürlich gespannt, ob das auch wirklich klappt und gucken ganz genau hin. Bis dahin, macht's erstmal gut.